Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Asia-Fans, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen südkoreanischen Film aus dem Jahr 2022 mitgebracht, und zwar ist das The Witch, The Other One, welcher wiederum die Fortsetzung von The Witch Subversion aus dem Jahr 2018 ist. Und der erscheint jetzt beim Mediabook Shop exklusiv in Form von vier unterschiedlichen Mediabook-Variationen. Das hier wäre Covermotiv A. Dann gibt es aber auch noch Covermotiv B, Covermotiv C und Covermotiv D. Ja, ich denke mal, dass die inhaltlich alle identisch sind. So, das hier ist auf 250 Exemplare limitiert und wie gesagt exklusiv im Mediabook Shop erhältlich. Und wenn ihr da bestellt, bekommt ihr auch ein paar Goodies dazu. Ich hatte jetzt hier diese beiden Postkarten mit dabei. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe da nicht genau durchgeblickt. Es gibt wohl auch noch Aufklebersets und halt so ein paar richtig schöne Goodies. Und ich muss sagen, hier mit diesen Postkarten, das gefällt mir schon. Oder sind das Aufkleber? Nein, das sind Postkarten. Ja, da haben wir hier einmal, das hier wäre auch das Covermotiv B, also beziehungsweise so halb. Also er hier falsch, ne, sie hier. Ich denke, dass er dann auf der Rückseite ist. Ich weiß es nicht genau. Und dann haben wir hier auch noch mal eine Postkarte mit dem Covermotiv A, das ich ja hier auf dem Tisch liegen habe. Und dann war auch noch hier so ein kleiner Magnet mit dabei. So, das kann man ja immer gebrauchen, um ihn an den Kühlschrank zu pappen, zum Beispiel neue Mediabooks kaufen oder sowas in der Art. Ja. So, dieses Mediabook, wie gesagt, erscheint oder ist erschienen am 20. Januar 2023. Und wenn ich richtig informiert bin, beziehungsweise was heißt, wenn ich richtig informiert bin, dieses Mediabook beinhaltet Teil 1 und Teil 2. Also sie sollten hier beide drin sein, und zwar auf Blu-ray-Disc und auf DVD. Allerdings, man sieht hier nicht so wirklich viel. Also zum einen, wir haben kein FSK-Flatschen drauf, finde ich persönlich nicht so schlimm. Freigegeben ist er ab 18 Jahren und ihr könnt den ja, wie gesagt, nur in diesem Shop kaufen. Und ja, die werden dann wohl eine Altersfreigabe oder eine Altersprüfung in irgendeiner Art und Weise haben, und dann brauchen wir das nicht. Ja, das stört ja sowieso nur. So, und auf der Rückseite haben wir jetzt auch keine Produktinformationen oder sowas, also kein Vorlageblatt. Und ich weiß nicht, hier könnte man ja theoretisch eine Limitierungsnummer hinmachen. Ich weiß es nicht, ob ich hier ein Pressemuster bekommen habe und da keine Limitierungsnummer drauf ist oder wie auch immer. Also so habe ich es bekommen. Möglicherweise, wenn ihr das im Shop kauft, habt ihr hier noch, aber ich weiß es nicht. So, zeigen kann ich nur, was ich habe, und das mache ich. Und dafür packen wir es jetzt erstmal aus. Ich kann es kaum erwarten. So, der erste Teil aus dem Jahr 2018, den fand ich jedenfalls ziemlich gut. So, was den zweiten Teil angeht, da kann ich noch nichts zu sagen. Den kenne ich nämlich noch nicht. Aber ich denke mal, dass der, ich sag mal, wenn der nur halb so gut ist wie der erste, dann haben wir auch einen verdammt guten Film. So, ja, aber dazu, wie gesagt, kann ich aktuell noch nichts sagen. So, was ich sagen kann, ist, dass dieses Mediabook hier einen wirklich hervorragenden ersten Eindruck bei mir hinterlässt. Wir haben hier eine Spotlackveredelung auf dem Messer und auch auf dem Gewehr. So, das geht einmal durch. Ah, da fallen noch Sachen raus. Ich lache, da werden noch Sachen drin sein. So, wir haben also hier ein durchgängiges Motiv, und das finde ich richtig cool. Also ich finde, ich mag ja auch diese gezeichneten Motive. Ich meine, die Motive, die waren alle nicht schlecht, aber das hier ist wirklich das, was mir persönlich am besten gefällt. Ich finde das einfach richtig toll. Es gefällt mir richtig gut, und auch hier mit dieser Spotlackveredelung, wie gesagt, das hat was. So, auf dem Spine haben wir drauf stehen The Witch, The Other One, was jetzt vielleicht nicht ganz optimal ist, wenn hier beide Filme drin sind. Da hätte man ja auch The Witch irgendwie Double Feature oder The Witch Subversion und The Witch, The Other One. Gut, dann wäre es auch ein bisschen überfrachtet. Keine Ahnung. Naja, okay. Wir haben unten jedenfalls noch den Hinweis Cover A.
Ja, eins von vier, also es gibt vier verschiedene Cover, habe ich ja eben gesagt. Und dann hier, das ist die Asia Line Number One, Nummer 1. So, und das hier scheint mir dann auch der koreanische Titel zu sein. Der hat ebenfalls eine Spotlack-Veredelung. Unten noch der deutsche Titel, ebenfalls in Spotlack. Schön, schön, schön. So, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Dann werden wir auch sehen, jawohl, so. Hier sind die Aufkleber, von denen ich eben gesprochen habe. Ich sag ja, da sind Aufkleber dabei. Hier ist so ein schönes Aufkleberset. Noch mit dabei liegen. Nett, nett. Also gefällt mir gut. Auch die Motive, es hat was, hat was. So, hier nochmal. So, und vorne und hinten, jawohl, da ist es doch. Nee, the other one. Okay, da haben wir schon. Okay. Ich habe immer schön der Reihe nach, Michi, ne? Nicht so schnell. So, wir haben hier vorne einmal The Witch, The Other One, also den zweiten Teil. Und das scheint mir, hier steht's doch da, Blu-ray, ganz klar. Blu-ray, das ist die Blu-ray und freigegeben ab 18 Jahren. Hier steht's auch drauf. So, und dann haben wir hier oben ebenfalls eine Blu-ray von The Witch Subversion, also dem ersten Teil. So, das ist jetzt schon mal ja der Punkt, auf den ich gewartet habe, euch bestätigen zu können. Hier sind beide Filme drin. Das heißt, ja, ihr könnt dieses Mediabook dann quasi und habt dann zwei Filme zum Preis von einem, auch wenn draußen nur auf den zweiten Teil hingewiesen wird. Wie gesagt, vielleicht nicht ganz optimal, aber okay. So. Hinten haben wir nochmal die DVDs drin liegen, ebenfalls zu beiden Filmen. Hier haben wir The Witch, The Other One. Ich finde auch das Motiv hier auch geil. Ja. Und hier haben wir nochmal die DVD zu The Witch Subversion. So, was ich jetzt nicht ganz optimal finde, sind diese Befestigungsdinger hier, weil die brechen immer irgendwann aus. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die relativ schnell kaputt gehen. Gut, jetzt ist hier noch nichts. Ich habe auch schon Mediabooks gehabt, die waren schon kaputt, also bevor ich sie ausgepackt habe. Hier ist das schon mal nicht der Fall, ist schon mal ein Pluspunkt. So, wir haben einen farbigen Innendruck, ist ein weiterer Pluspunkt. Ja, ist zwar das gleiche Motiv, aber gut, okay. Wenn wir das hier so hochklappen, das Booklet, dann haben wir quasi, ja, also es hat was. Es hat was, es ist nicht schlecht. So, ich packe die mal wieder rein. Vorsichtig, ja, nicht, dass es schon kaputt geht. Bevor es überhaupt im Player war. Oder? Welches gehört nach oben? So ist richtig, ja? Okay, es hält. So, jetzt nicht viel weiter fummeln, sondern einfach nur reinlegen und Klappe halten. So, hier auch. Einmal und zack. Na, wirst du wohl? Ja, jawohl. Und drin ist es. So, dann können wir uns jetzt mal das Booklet angucken. Das ist ordentlich dick, also richtig dick. Seht ihr das? Es ist schön in der Mitte untergebracht. Bewegung hatten wir hier auch kaum, also fast gar nicht. Na doch, hier ist. Das wirkte so stabil. Es wirkte so stabil, aber ein bisschen Bewegung ist drin. Aber ich habe schon Mediabooks auf dem Tisch liegen gehabt, da war wesentlich mehr Bewegung drin. Also ein bisschen Bewegung ist ja gar nicht so schlecht. So, das Booklet. Oh, schön. Ah, schön hier. Halbmatte Seiten. Die glänzen nicht so stark wie manch andere. Das Papier ist schön griffig. Das macht einen richtig guten Eindruck. Gut, vielleicht ein bisschen dünn. Jetzt hier ein doppelseitiges Bild aus dem Film. Muss nicht so, ist nicht so ganz, aber okay, ja. Wenn der Text dann hier überwiegt, ist das okay, wenn da mal ein Bild aus dem Film drin ist. So, jetzt haben wir hier direkt doppelseitigen Text. Gut, doppelseitiges Bild. Doppelseitigen Text. Okay, ich sag mal bisher, so jetzt wieder Text. Also bisher ist das Verhältnis von Text zu Bild schon mal ganz gut. Wie gesagt, das Papier ist sehr schön griffig, etwas dünn, aber okay. Trotzdem hat das Mediabook ein ordentliches Gewicht. Wahrscheinlich, weil die Außenhülle, so dick ist sie gar nicht. Das wirkt also von außen wesentlich massiver, als es von innen aussieht. Trotzdem nicht schlecht. So, dann haben wir hier nochmal die Artworks zu dem ersten Teil, Subversion. Das ist, hier steht es auch, koreanisches Original-Artwork. Das hier, das wird's sein. Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, wenn die hier so draufschreiben, koreanisches Original-Artwork steht mittendrauf, ist jetzt nicht so ganz toll, aber ich nehme an, dass es das hier ist.
Ja, seht ihr, diese Bilder hier, solche Bilder, die finde ich wirklich gut in Mediabooks. Wenn ihr hier so Artworks, so internationale Poster und sowas reinpackt, das ist geil. Das ist geil. So Bilder aus dem Film, die braucht kein Mensch. Aber sowas hier oder auch Behind-the-Scenes-Bilder haben wir hier, ja? Oder? Sieht so aus? Ja, das sieht so aus, als wären es Behind-the-Scenes-Bilder. Ja, das ist geil. Sowas sehe ich gern, ja? Sowas, das wertet so ein Mediabook meines Erachtens auch erheblich auf. Und schon kommen zwei Seiten mit Bildern aus dem Film. Okay, gut. Und zwei weitere Seiten mit Bildern aus dem Film. Gut, aber dafür war weiter vorne sehr viel Text. Ja, so, dann haben wir hier jetzt The Other One, ebenfalls das koreanische Original-Artwork, auch schick. Ja, und weitere Artwork, genau das meine ich. Das ist einfach cool. Wenn ihr solche Bilder hier damit reinpackt, dann ist das geil. Sowas finde ich richtig schön. So, und ich habe ja eben schon erwähnt, dass das Booklet relativ dick ist. Es ist also wirklich, hier sind wirklich viele, viele Seiten drin. Auch wenn jetzt hier viele Bilder drin sind, finde ich trotzdem, das ist... Das ist sein Geld wert, sage ich jetzt mal. Und wenn wir schon den Elefanten im Raum ansprechen, was kostet das Ganze? Also dieses Mediabook kostet, wie gesagt, es ist ja exklusiv im Mediabook Shop erhältlich, kostet 40 Euro, ist aber für ein Mediabook mit zwei Filmen eigentlich ganz in Ordnung, finde ich. Also wenn ich bedenke, es gibt ja auch Mediabooks, die kosten 50, 60, 70 Euro und da ist dann ein Film drin, teilweise nur auf DVD. Hier habt ihr aber zwei wirklich gute Filme, oder sagen wir ein wirklich guter Film und ein Film, der möglicherweise gut ist. Ich kann dazu noch nichts sagen. Auf jeden Fall zwei Filme, von denen einer schon mal gut ist, im Mediabook auf Blu-ray und DVD mit einem richtig dicken Booklet, gut verarbeitet, mit einem tollen Artwork und, naja, gut, ich meine, ihr kriegt auch Aufkleber dazu, ja, und Postkarten und ein Magnet, ja, das muss man alles noch dazu rechnen, oder könnte man alles noch dazu rechnen, ja, und dann ist der Preis wieder so, ich finde es nicht schlimm, also ich finde den Preis irgendwo gerechtfertigt und wie gesagt, dieser Film, zumindest der erste, zum zweiten kann ich noch nichts sagen, gibt's auf jeden Fall eine totale Empfehlung von mir. Wenn euch der Film interessiert, dann schaut doch einfach mal beim Mediabook Shop rein. Hab ich persönlich gar nichts von, aber ihr, weil ihr dann dieses tolle Mediabook euer eigen nennen könnt, wenn ihr wollt. Wenn ihr weiterhin wollt, könnt ihr mir auch gerne was in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, ich beantworte jeden Kommentar, den ich finde. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund, bleibt geil und bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Euer Michael Speyer.